Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Sprüche 27. Dieses Mal allgemeine Sprüche. Das sind also Sprüche für jede Gelegenheit. Ja, ich würde sagen, jetzt gibt's erstmal alle Sprüche insgesamt. Es sind insgesamt 22. Mein Lieblingsspruch, also der, wo mir persönlich gefällt, der steht in der Videobeschreibung nochmal. Und ich werde auch hier im Video, wie immer, noch was zu dem Spruch sagen, der mir persönlich gefällt und der in der Videobeschreibung steht. Aber jetzt kommen wir zu den Sprüchen. Spruch Nummer 1. Manchmal braucht man einen Moment der Stille, um wieder das Wesentliche zu hören. Einen Moment mit geschlossenen Augen, um wieder klar zu sehen. Einen Moment auf das Herz zu hören, um das Leben zu spüren. Einen Moment des Rückzugs, um wieder stark zu werden. Zu viel Nachdenken ist wie Schaukeln. Man ist zwar beschäftigt, kommt aber keinen Schritt weiter. Wenn du aufgeben willst, denk daran, warum du angefangen hast. Beginne den Tag immer mit positiven Gedanken. Denn egal wie viele Probleme du auch hast, negative Gedanken werden dir bestimmt nicht helfen. Ich bereue nicht meine Vergangenheit, sondern nur die Zeit, die ich für falsche Menschen geopfert habe. Ich habe damit begonnen, mir selbst ein Freund zu sein. Damit ist schon viel gewonnen, man kann dann nie mehr einsam sein. So verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings ist auch die Seele des Menschen. Daran sollten wir im Umgang miteinander denken. Heutzutage gibt es noch sehr wenige Menschen, denen man vertrauen kann. Menschen sind oft wie Bücher. Manche täuschen dich mit einem vielversprechenden Äußeren und die anderen überraschen dich mit ihrem Inhalt. Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man ist. Dann sind wir bei Spruch Nummer 11. Du bist ein Gast. Hinterlasse diese Welt ein bisschen schöner, ein bisschen humaner, ein bisschen liebevoller, ein bisschen duftender. Für Gäste, die dir noch folgen. Im tiefen Tal kann man schon das Licht am Horizont sehen. Durchhalten, Lösungen finden, Hoffnung schöpfen und am Ende aufatmen. Es gibt Tage, da lohnt sich das Aufstehen kaum. Träume verleihen uns Kraft, dort weiterzumachen, wo die Hoffnung längst aufgegeben hat. Es gibt Dinge, über die rede ich nicht einmal mit mir selbst. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mut brüllt nicht immer, manchmal ist Mut die kleine Stimme am Ende des Tages, die sagt, ich versuche es morgen nochmal. Was du akzeptierst, verliert seine Macht über dich. Man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben. Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich nicht bei der ersten, sondern bei der letzten Begegnung. Wer genießen kann, beherrscht die Kunst des Lebens. Und jetzt sind wir bei dem letzten Spruch angelangt, Nummer 22. Hunde sind nicht unser ganzes Leben, aber sie machen unser Leben ganz. Und jetzt kommen wir zu dem Spruch, der mir persönlich sehr gut gefällt. Und zwar, es gibt Tage, da lohnt sich das Aufstehen kaum. Das ist der Spruch Nummer 13. Der steht auch in der Videobeschreibung. Und jetzt sage ich noch was dazu. Und zwar, es gibt Tage, da lohnt sich das Aufstehen kaum. Das ist bei mir zumindest so, ich denke mal manche Tage, ja, heute könnt ihr mir am Arsch lecken, ich stehe halt nicht auf, weil da einfach alles
beschissen ist und man weiß genau, heute ist der Tag beschissen. Na? Und dann möchte man am allerliebsten liegen bleiben. Vielleicht geht es euch genauso. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es euch genauso geht an manche Tage, dass ihr schon von Beginn an wisst, heute wird alles scheiße. Na? Heute geht alles schief, heute wird alles in die Hose gehen, am besten ich bleib liegen. Das Aufstehen lohnt sich einfach nicht. Aber man muss trotzdem aufstehen. Vielleicht geht's euch genauso. Bin ich mal gespannt, was da in die Kommentare kommt. Ansonsten war's das. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe in die Kommentare geschrieben, dass am Freitag, nach dem Riegelfreitag, hier in Riegeltime noch Sprüche 28 kommt. Und dann in Riegel LP noch ein Let's Play und da sollt ihr euch überraschen lassen. Und wie ich gestern schon sagte, ich arbeite ehrenamtlich ab kommenden Samstag 7.30 Uhr im Tierheim. Mal gucken, wann ich Max Grüß bringen kann. Entweder ich drehe es vor oder wir bringen es erst am Abend. Weil ab 19 Uhr bin ich dann nur auf einer Geburtstagsparty von einem Kumpel und ehemaligen Kollegen. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Und die erste Ausgabe von Test am Montag gibt's, wie gesagt, weil es ja Test am Montag ist, gibt's das mal wirklich am Montag. Es lag wirklich an der Technik und ich verspreche euch, jetzt kommt es jeden Montag. Sofern die Technik mitmacht, ansonsten gibt es halt ausnahmsweise im Zweitkanal, aber es gibt die Tests am Montag. Auch wenn es im Zweitkanal ist, dann seht ihr es dafür im Zweitkanal. Also, ich schreibe es euch auch in die Community immer, wenn es mit der Technik nicht hinhaut, dass ihr es dann im zweiten Kanal sehen könnt und verlinke es euch natürlich. Wie gesagt, das war's. Ihr könnt mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen. Die schreibe ich euch ins Bild und verlinke es euch in der Videobeschreibung. Der Spruch, der mir gefallen hat von Dene22, steht in der Videobeschreibung. Meine beiden Kanäle sind verlinkt in der Videobeschreibung und wo mir Post hinschicken kann, steht auch drin. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns morgen.